Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei PowerTV. Ja, schön, dass Sie wieder dabei sind bei der Schnäppchenparty des Tages bei unserer 5 Euro Überraschung Show. In den letzten Tagen ist die Nachfrage so groß, dass ich Sie jetzt gleich schon darauf hinweisen will, wenn Ihnen was gefällt, bitte sofort bestellen. Denn alles, was Sie in der nächsten halben Stunde sehen, ist auf 5 Euro runter reduziert. Weder Carsten noch ich wissen, was heute drankommt. Aber wir haben heute zwei junge Damen, die uns gleich die Produkte bringen. Lassen Sie uns sich gemeinsam mit uns überraschen. Und ich würde sagen, wir drücken den Buzzer und freuen uns auf Monika und Diana. Dankeschön. Hallo, guten Abend. Ich bin gespannt, wo es heute hingeht. Wow, das fängt schon wirklich klasse an. Schau mal hier. Wow. Ein sogenannter Beanie. Das ist sehr aktuell jetzt. Beanie. Aber was ganz Besonderes. Schau mal, da ist eine Beleuchtung dran. Ein LED-Licht, genau. Das ist akkubetrieben, also immer wieder aufladbar. Ist für Männlein als auch für Weiblein hier natürlich geeignet. Drei Beleuchtungsstufen sogar. Du, und das ist ja jetzt nicht nur gegen kalte Ohren, wie Beanie-Mützen normalerweise sind, oder gegen kalten Kopf, sondern das ist auch ein Sicherheitsfaktor. Also nicht nur sehen, sondern viel wichtiger finde ich im Dunkeln gesehen zu werden. Und diesen Fall hatte ich vor kurzem, als ich hier nach der Spätschicht irgendwann so um 8:45 oder was nach Hause gefahren bin. Es ist stockfinster hier gewesen, als man zum Ort rausfuhr, und es hat ein Mann mit seinem Hund die Straße gekreuzt, und der hatte, Gott sei Dank, hatte der eine Beleuchtung, der hatte also auch so ein Stirnband, eine Mütze oder was ich so auf die Schnelle gesehen habe, an, und so habe ich ihn überhaupt erst wahrgenommen. Der Hund auch nochmal zusätzlich so ein beleuchtetes LED-Halsband, und so habe ich tatsächlich dann also auch gesehen, dass da überhaupt jemand über die Straße geht. Der Hund war dunkel, der Mann war dunkel gekleidet, aber das Licht hat tatsächlich dabei geholfen, und insofern ist das natürlich auch mal ein Sicherheitsaspekt, gerade so in der dunklen Jahreszeit, wenn man abends noch mal unterwegs ist mit den Tieren, etwas Gassi gehen, vielleicht mal die Straße überquert oder vielleicht kommt ihnen auch mal ein Radfahrer entgegen und so weiter. Also man achtet eher dort, man sieht es unbedingt nicht im ersten Moment, gerade dann nicht, wenn man dunkel gekleidet ist, aber wenn man so eine Beleuchtung auf dem Kopf trägt, wird man natürlich noch mal ganz anders wahrgenommen. Und natürlich hat man auch noch den Vorteil, dass man selber auch noch ein bisschen was sehen kann. Das heißt, der Weg vor dir wird natürlich auch noch etwas ausgeleuchtet. Finde ich ganz hervorragend. Und was hier auch noch steht, natürlich auf dem Schulweg, also auch für Schüler. Du, jetzt ist es ja halt morgens, ist es dunkel, wenn du zur Schule gehst. Viele gehen ja noch zu Fuß. Und dann ist es natürlich auch eine Sicherheitsoption. Aber der Werner hat noch eine andere Idee. Werner kommt aus Siegen und er schreibt uns, ob beim Angeln oder mit dem Hund abends laufen, super Licht und warmer Kopf. Und jetzt behaupte ich einfach mal, so eine ganz normale Strickmütze, oder Beanie, wie man heutzutage sagt, die kostet doch schon allein mehr als 5 Euro, oder? Also normaler Baumwoll-Beanie, behaupte ich mal so 10, 12, 15 Euro, wenn du eine vernünftige Qualität haben möchtest. Ohne insofern, Licht. Bitte? Ohne Licht. Ohne Licht. Normale ohne Mütze, Licht, ja, normaler, das ist super Beanie. Mütze, ja. Ich habe also auch welche, da habe ich pro Stück, glaube ich, auch so 15 Euro für bezahlt. Sie bezahlen das nicht, Sie bezahlen 5 Euro. Übrigens, die Helligkeit ist auch abstimmbar, also in 3 Stufen zuschaltbar. Super. Und die Bestellnummer ist die NX3724 und die 569. Wie gesagt, für Männlein und für Weiblein. Allerdings müssen wir sagen, wir können es jetzt aufziehen, wie wir wollen. Diana sieht wie immer besser aus als wir. In der Tat. Tut mir leid. Schön natürlich auch, Sie können diese Beleuchtungseinheit rausnehmen, um sie A zu laden und um sie B natürlich auch mal die Mütze zu waschen. Und ich glaube, mit einem dezenten Schwarz macht man nie etwas verkehrt. Ganz egal, ob Sie sie für sich selber bestellen oder vielleicht auch für Familienmitglieder, für Freunde, für Bekannte. Ich glaube, da freut sich jeder drüber. Gerade in der kalten Jahreszeit, unabhängig von der Beleuchtung und der tollen Qualität, ist es natürlich auch hervorragend, wenn man ganz einfach warme Ohren hat. Ich sag mal, und die Kälte, die kommt ja jetzt erstmal richtig durch. Ich finde, die letzten 1-2 Tage ist es immer richtig kalt geworden. Und das ist erst der Anfang. Wir sind noch nicht mehr im Frostbereich. Schönes Modell. Sie können gerne bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen. Für 5 Euro eine richtige Ansage und dann zusätzlich auch nochmal mit Beleuchtung. Und wir gucken mal nach, was sonst noch alles auf uns zukommt. Vielen lieben Dank, Monika. Dankeschön. Und wir machen weiter mit der Schnäppchenjagd. Denken Sie dran, wenn Ihnen was gefällt, gleich ans Telefon und bestellen, bevor Ihnen alle an die anderen eben die Schnäppchen wegjagen. Und jetzt haben wir was. Das ist ein Nähset, kann das sein? Das ist ein super Set. Das ist wirklich ein Nähset. Oh, ja. Ein Notfallset, würde ich sagen. Ist das auch schon mal passiert? Knopf abgerissen oder am Jackettenknopf oder irgendwo mal eine Naht aufgegangen? Häufiger sogar. Ja. Übrigens, heute unser Kameramann Konstantin hat mir gefragt, ob ich habe etwas, wie heißt das? Diese Faden? Ja, also
er hat mein Kabel heute gemacht. Also das kann, du weißt nie, wann brauchst du etwas von diesem Set. Das ist super Set. Auch ich habe das auch gerne. In unserer Maske, wir nutzen das immer super für 5 Euro. Ich glaube, Sie können mehr bestellen für Auto, für zu Hause, für Arbeit. Super Produkt. Und wir haben da mal jetzt eine Übersicht gesehen. Es sind 59 Teile. Da sind also Knöpfe dabei, da ist Schere dabei, Maßband dabei, 10 Stecknadeln, Sicherheitsnadeln, auch immer ganz wichtig, Nähnadeln, Druckknöpfe, Lochknöpfe sind dabei, Maßband mit 1,50 Meter Länge, Fingerhut, auch ganz wichtig. Mhm. Und Annette aus Wes schreibt uns, ein tolles Zubehör für jeden, der kleine Näharbeiten zu Hause oder unterwegs, wie zum Beispiel auf der Reise, erledigen möchte. Alles drin, was man halt dazu braucht. Ja? Und wie gesagt, so einen Knopf annähen, das kriegen wir auch noch hin, wenn wir das richtige Material dazu haben. Und genau so ist es. Du brauchst ein vernünftiges Garn. Im Prinzip mit Weiß kommt man immer relativ weit. Mal brauchst du ein schwarzes, mal brauchst du ein blaues. Mhm. Du hast hier insgesamt 2, 4, 6. Sind also 12 verschiedene Farben mit dabei. Du hast verschiedene Nähnadeln mit dabei. Stecknadeln sehe ich auch noch. Ich sehe noch auch Druckknöpfe. Ich sehe einzelne Knöpfe. Falls dir mal einer verloren geht, ist was mit dabei. Ein Maßband ist mit dabei. Die Sicherheitsnadeln, du hast sie angesprochen, sind ebenfalls großartig. Also auch da kann man ganz einfach mal im Notfall ein bisschen was zusammenhalten. Und das schön sortiert und übersichtlich in dieser praktischen Tasche. Also das ist mal so ein Set. Das kann man sich immer mal eben als Reisegepäck mal mit dazulegen. Das nimmt keinen Platz weg. Und im Fall der Fälle kannst du dir ganz einfach mal ein bisschen helfen. Wem ich das immer empfehlen würde, während jedem, der eine Hochzeit plant. Weil was für einem Brautkleid alles schief gehen kann kurzfristig und dann muss von allen Ecken, wo ist die Sicherheitsnadel, wo kann ich reparieren? Ja. Ich glaube, diejenigen, die es hinter sich haben, werden das bestätigen. Aber egal, für was sie es brauchen, die Bestellnummer ist die gleiche. Das ist die NX5531 und die 569. Nochmal ein 59-teiliges Nähset, Reisenähset oder Notfallnähset, wie immer Sie es nennen wollen. Vielleicht auch eine tolle Geschenkidee, also als Kleinigkeit an die Freundin, weil bis zu 5-mal dürfen Sie auch dieses Nähset bestellen. Mhm. Also Jana, hast du eine Ahnung, was sowas regulär kostet? Ich glaube, mehr als 15 Euro, oder? Auf jeden Fall nicht 5 Euro. Nein, das ist ein super Preis heute. Also bitte schnell sein. Komm, wir machen weiter. Ich drücke jetzt den Buzzer. Was bringt uns? Und Monika steht schon bereit. Dankeschön. Wow. So, oh, eine Powerbank sehe ich hier gerade. Das ist richtig. Mit Solarpanel. Gib's gleich mal, Diana. Das braucht ihr ununterbrochen. Oh, was meinst du? Ich glaube, jeder braucht das. Also ich hab neulich mal eine Dokumentation gesehen, eine Statistik, dass mittlerweile 85% der Deutschen ein Smartphone besitzen. Ja? Jetzt ziehen wir aber die mal über 90-Jährigen und die unter 10-Jährigen ab. Dann können wir doch sagen, 100% haben ein Smartphone. Und dementsprechend ist das auch etwas, was jeder gebrauchen kann. Ja. Es ist mit Taschenlampe, Solar betrieben, also lädt sich wieder selber auf übers Tageslicht und hat 3000 mAh. Das reicht, um handelsübliche Smartphones einmal komplett aufzuladen. Ja, finde ich ganz hervorragend. Wobei natürlich die Angabe mit 3000 mAh jetzt für eine zusätzliche Akkuladung ein Stück weit relativ ist, weil sich eben der Akku ihrer Powerbank eben ganz einfach übers Tageslicht und sogar schon über künstliche Beleuchtung, so modern sind diese Solarpanels mittlerweile ausgestattet, jederzeit wieder mit Energie versorgt. Das heißt, theoretisch gesehen, um es jetzt mal ein bisschen zu übertreiben, wird diese Energiereserve nie wirklich leer sein. Wir empfehlen tatsächlich hier so eine Solar-Powerbank jedem, der gerne mal im Außenbereich unterwegs ist. Da kann man natürlich auch über diese praktische Schlaufe, Diana zeigt es uns gerade hier, mal natürlich auch mal so einen kleinen Haken da machen, ein kleines Schläppchen drum machen und sowas mal am Rucksack befestigen oder wie auch immer. Dann lädt es sich immer automatisch wieder auf. Schöne Notfallbeleuchtung haben wir hier auch noch, wenn du mal zuverlässig ein Licht brauchst, wenn du mal ein Schlüsselloch suchst oder was runtergefallen ist, hast du hier auch nochmal eine schöne Beleuchtung mit dazu. Und ich sehe auch hier gerade, dass der USB-Anschluss also auch nochmal geschützt ist. Das heißt, perfekt für den Außenbereich geeignet. Ich sehe übrigens nicht nur einen, ich sehe sogar zwei USB-Anschlüsse. Einer rechts und einer links. Sehr schön. Wobei man auch dazu sagen muss, man kann sie natürlich auch jederzeit mit dem Kabel zu Hause an der Steckdose wieder aufladen. Beim ersten Mal sollte man das vielleicht machen. Ja, ja. Aber dann wird das, was eben entnommen wird, wird dann wieder übers Tageslicht zurückgeführt. Und Ralf aus St. Wendel schreibt, durch indirekten Lichteinfall kann das Solarpanel auch dauerhaft die Powerbank laden und somit das Maximum an kostenloser Energie rausholen. Ja, und vor allem, ich glaube, viele haben Powerbanks, aber sie vergessen dann irgendwann mal die Powerbank zu laden. Und eine leere Powerbank bringt dir auch nichts. Hier musst du nicht mehr dran denken, ja?
Ja, das ist genau der Punkt. Und ich finde gerade diese monokristallinen Solarpanel, der Ingo spricht immer gerne davon, legt sich die ganz einfach, wenn er irgendwo parkt, im Auto ganz einfach aufs Armaturenbrett, dann wird sie zuverlässig geladen. Und wenn man mal irgendwo unterwegs ist und du brauchst vielleicht mal ein bisschen Akku mehr oder du hast festgestellt, Mensch, mein Handy hat nur noch 10, 15, 20% Akkuladung, packst du sie hier ganz einfach ein. Die ist klein, die ist handlich, die wiegt nicht allzu viel, die passt mal in eine Handtasche, die passt auch sicherlich mal in eine Hosentasche hinten rein. Und für den Notfall bist du eben bestens ausgestattet. Übrigens auch mal, um hier mal so eine Smartwatch wieder zu laden, eine E-Zigarette zu laden, also alles das, was man per USB mit Strom versorgen muss. Dafür lohnt es sich hier zuzugreifen und für 5 Euro mal eine richtige Ansage. Schönes Teil. Und wir haben das nächste schöne Teil. Jetzt willkommst du mal in den Umschlag. Sauber lesen kannst. Und bitte, bitte schnell sein. Ich höre gerade, das Bestellaufkommen ist schon wieder sehr, sehr groß. Weil das sind auch alles so kleine Geschenkideen wie so eine Powerbank. Nein. Die kann man immer verschenken. Also da brauche ich keinen Zettel dafür. Das ist ein absoluter Bestseller, aber jetzt für 5 Euro. Haben Sie Ihre Heizung schon entlüftet? Ich glaube, das ist dieses Jahr wichtiger als jemals zuvor, weil wenn die Heizung nicht richtig entlüftet ist, braucht sie mehr Energie, weil die Heizleistung nicht so geht. So, zum Entlüften haben wir alle die Heizungen haben so einen kleinen Schlüssel. So, damit geht man an die Heizung, dreht auf, wartet, bis das Wasser rausläuft, dann ist die Luft draußen. Aber man muss mit irgendeinem Gefäß drunter. Mhm. Und das ist oftmals schwierig, schon allein durch die Platzverhältnisse. Mhm. Ich habe früher so ein ganz schlankes Likörglas gehabt, weil an einer Stelle war das Einzige. Ich kenne es im Handtuch früher. Meine Mutter hier, dreh es mal um, Diana. Bitte, das setzen Sie an den Heizkörper an. Jetzt wird aufgedreht und dann hört man ja, wenn die Luft draußen ist. Und das Wasser, was dann noch rauskommt, sollte man wirklich 1-2 Sekunden noch laufen lassen. Das wird hier aufgefangen. Ja. Also das ist perfekt zum Entlüften. Und wie gesagt, dieses Jahr, gerade bei den Energiekosten, ist Entlüften von Heizungen wichtiger denn je. Ja, kommt dazu. Und natürlich spart auch entsprechend Energie. Denn wenn Heizkörper nicht entlüftet ist, dann wird da von mir aus im Unteren Teil, da wo das Wasser ist, wird dann eben geheizt. Der obere Teil des Heizkörpers bleibt dann dementsprechend kühl. Das heißt, sie drehen den Heizkörper wahrscheinlich mehr auf, als sie unbedingt müssen, verbrauchen dementsprechend mehr Energie. Also es macht definitiv Sinn, den Heizkörper immer zu entlüften. Ich kenne das also mit einem Kunststuhl oder mit einem Gefäß drunter. Ich kenne es aber auch mit einem Handtuch, mit so einem Küchentuch. Einmal drum gewickelt, aber gespritzt hat das tatsächlich immer. Das kann hiermit eben nicht mehr passieren. 120 Milliliter passen rein, so viel sollte man gar nicht rauslassen. Also einmal ganz kurz entlüften, kurz wenn Sie merken, okay, es kommt Wasser, kurz noch einen kleinen Moment warten und dann ganz einfach wieder zudrehen und dann haben Sie den Heizkörper zuverlässig entlüftet und keine Sauerei produziert. Und übrigens, wenn Luft drin ist, macht so eine Heizung auch richtig Krach. Die gluckert. Hast du das schon mal gehört? Die gluckert. Mit dem Erober sind die jetzt kaputt. Ja? Keine Sorgen machen, einfach einmal entlüften. Aber einfacher als mit diesem Teil kann es nicht mehr gehen. Ich habe selber ausprobiert, es ist perfekt. Ja, der Rudolf aus Bad Friedrichshall schreibt uns noch, mit dem Entlüfter kommt man auch an schwer zugängliche Stellen, an die Entlüftungsschraube. Richtig, ist auch das, was du sagtest. Und der Jürgen aus Zornhain schreibt uns noch, zum Entlüften der Heizung habe ich nichts Praktischeres gefunden. Freut mich sehr, dass wir Ihnen damit einen Gefallen tun konnten. Die NX3246 und die 569 ist dafür die Bestellnummer. NX3246 und die 569. Sie können auch hier gerne bis zu 5-mal zugreifen. Nicht nur für sich selber, sondern vielleicht auch für andere Familienmitglieder, die vielleicht nicht im Haushalt wohnen, für die Kinder, die vielleicht in einer anderen Wohnung zu Hause sind, für Freunde, Bekannte, die das gleiche Problem haben mit dem Entlüften von Heizkörpern. Auch die kann man, glaube ich, damit hervorragend versorgen. Für 5 Euro ist nicht zu viel verlangt. Und die brauchst du ja jedes Jahr wieder, spätestens gekauft, wenn die Heizsaison beginnt. Stopp, lass uns weitermachen. Aber das ist ein Topseller aus dem normalen Programm. Und das jetzt in der 5 Euro Überraschung. Schau mal, Preisalarm. Unsere Stammzuschauer wissen das. Dankeschön. Super. Hier kommt jetzt was normalerweise viel teurer ist und deshalb die Begrenzung maximal ein Stück pro Besteller, egal was da rauskommt. Du hast den Zettel schon? Oh, ich habe es jetzt schön. Oh, das ist der Schwarze. Ja. Du, das kostet das Doppelte. Ich habe sowas, ich gebe es dir mal. Das ist mein Geschenk für dich, übrigens. Ich habe sowas schon mal gesehen für 40 Euro. Es ist ein 100% elektrisches Feuerzeug aus Vollmetall. Super. Und ich weiß jetzt nicht, ich meine, wir verkaufen es für 14 Euro. So was um den Dreh, 12, 13, 14 Euro, glaube ich, habe ich auch im Kopf. Das Schöne ist, es ist also wind- und wetterfest sozusagen. Man kennt diese Sturmfeuerzeuge, die so riesen Flamme produzieren und so weiter. Das fängt immer an zu stinken. Und das ist immer ein riesen Aufwand. Natürlich muss man ein normales Feuerzeug mitunter, wenn es nicht gerade ein Einwegfeuerzeug ist, dann auch immer wieder mit Feuerzeugbenzin oder Gas dann wieder füllen. Das müssen Sie hier eben nicht, weil das ein elektronisches Lichtbogenfeuerzeug ist. Das heißt, es werden hier zwei elektronische Lichtbögen produziert und die halten natürlich auch mal Wind und Wetter ohne weiteres stand. Und wenn der Akku leer sein sollte, ist das also ein akkubetriebenes Gerät, dann lädt man es ganz einfach wieder mit dem passenden Netzteil auf
und dann ist es auch schon wieder einsatzbereit. Ich gucke mal gerade, bis zu 200 Zündungen pro Akkuladung, finde ich eine ganze Menge. Und also wirklich, es ist auch ein Hingucker. Auch wenn andere das sehen, sagen, habe ich noch nie gesehen. Gas, Benzin kennen wir alle, aber das hier ist das, was wir bei den Autos irgendwann mal erreichen wollen. 100% Elektro. Ja. Und jetzt noch was. Für 5 Euro kaufen Sie das, ob Sie Raucher sind oder nicht. Mhm. Und dann lassen Sie es gravieren oder gravieren Sie es sogar selber. Dann macht man aus diesem wirklich schon außergewöhnlichen Feuerzeug ein einmaliges, weltweit einmaliges Feuerzeug. Und somit hast du wirklich eine Geschenkidee für kleines Geld, welche mit Sicherheit herausragend gut ankommt. Du hast ja mittlerweile ein solches Feuerzeug. Ich habe meins auch. Ja. Bei mir stehen natürlich meine Initialien drauf. Ja. Aber ich finde das einfach toll. Ja. Ist es auch. Ist ein wunderschönes Teil. Ich finde es auch gerade in der Farbgebung schwarz. Klasse, das sind so leicht changierende Farben. Sehr, sehr edel und sehr außergewöhnlich. Und der Ingo aus Ludwigsburg schreibt uns noch, das Feuerzeug ist spitze, da kann der Sturm kommen und ich habe trotzdem Feuer. Einfach toll. Kann ich nur ans Herz legen, der Kauf lohnt sich und man tut was für die Umwelt. Genauso ist das. Und wir haben noch mal 5 von 5 Sternen bekommen zu dem Thema. Zu dem derzeit unschlagbar niedrigen Preis bekommt man ein absolut Sturm- und Hurricane-taugliches Feuerzeug. Sehr, sehr schönes Modell mit der Bestellnummer NX8788 und die 569. NX8788 und die 569 ist unser Preisalarm. Deswegen bitte nur 1 pro Besteller. Aber ich denke, das wird ein sehr, sehr schönes und sehr liebgewonnenes Schmuckstück quasi auch in Ihrer Hand werden. Vielleicht freut sich auch eine sehr, sehr liebgewonnene Person über ein sehr, sehr außergewöhnliches Geschenk. Und ich glaube schon, dass man damit sehr, sehr gerne ins Gespräch kommt. Schönes Teil, würde ich sagen. Richtig schön. Gut. Lassen Sie es noch gravieren, dann ist es wirklich einmalig auf dieser Welt. Komm, aber es geht Schlag auf Schlag weiter. Und wir haben das nächste. Monika, was hast du mitgebracht? Dankeschön. Oh, das ist natürlich auch sehr, sehr hilfreich. Alle, hopp. Das dürfte ein Dreifach-USB-Netzteil sein. Ja, kompaktes Dreiport-USB-Wandnetzteil mit Smart-Power-Technologie. Mhm. Ist maximal 17 Watt belastbar. Wow. Ein sehr, sehr schönes Teil. Eine intelligente Ladetechnologie bedeutet hier, der Stromspender verwendet den maximal möglichen Ladestrom für das jeweilige Gerät. So stellt er ein schnelles Aufladen all Ihrer Geräte sicher. Gleichzeitig sorgt er dank Schutz vor Überspannung, kurz Schutz vor Kurzschluss und Überhitzung für höchste Sicherheit. Das heißt, er passt sich automatisch dem Ladestrom eines Gerätes an. Man muss also nicht mehr gucken, passt es nicht. Das macht das Gerät automatisch. Und du kennst es ja selber. Wir haben ja auch einige andere USB-geladene Geräte. Ja, und dann hast du das falsche Netzteil. Das eine hat 0,5 Ampere, das andere 1 Ampere. Das nächste Gerät braucht 2,1 Ampere. Aber diese Smart-Technologie liest eben aus, was das angeschlossene Gerät gerade braucht an Stromstärke. Und dann wird genau die richtige rausgegeben. Und ich muss hier wieder sagen, wir haben ein ganz normales Netzteil, einfaches Netzteil. Bei uns im aktuellen Programm zum unschlagbaren Preis von knapp 6 Euro. Ja. Und jetzt hast du hier ein Dreifach mit Smart-Technologie für 5 Euro. Also unbedingt kaufen, weil Netzteile braucht man jetzt schon sehr aktuell, sehr häufig und auch in Zukunft immer mehr. Wenn ich nur sehe, Diana, Tablet, E-Book-Reader, Smartphone, hier kannst du alles parallel oder gleichzeitig aufladen. Ja. Das ist super. Einmal am Flughafen, ich habe ein USB-Port für 20 Euro gekauft. Hier, wir haben 3 für 5 Euro, das ist unglaublich. Also bitte, bitte schnell sein. Und das ist kein Preisalarm. Nein. Also Sie können bis 5-mal bestellen. Super. Ja. Würde ich auch mal eins neben das Bett hängen. Hast du auch mal wieder die elektronischen Geräte. Vielleicht auch mal so ein Wecker, so ein Tageslichtwecker und so weiter. Die werden mittlerweile auch mit USB-Strom versorgt. Macht also Sinn. Das Schöne ist, der ist auch noch schön flach gehalten, finde ich. Also der trägt nicht wirklich auf. Und die Ladebuchsen, die USB-Ladebuchsen, kann man entsprechend nach unten ausrichten. Sind also auch dann oder nach oben, wie du willst. Ja, sind also dann entsprechend, also wenn du es nach unten ausrichtet, also auch vor Staub und vor Schmutz und so weiter, richtig schön geschützt, schön leicht, vor allen Dingen 76 Gramm, muss man auch noch vielleicht dazu sagen. Also gerade wenn man zum Beispiel in den Urlaub fährt, da hat man auch mal zu wenig Steckdosen im Hotelzimmer. Da kann man so eine Dreifach-USB-Ladebuchse natürlich hervorragend verwenden. Bestellnummer ist die NX4657 und die 569. NX4657 und die 569 und der Preis für 5 Euro ist natürlich wirklich mal ein Knaller. Da kann man vielleicht mal ein zweites oder ein drittes für sich bestellen und vielleicht sicherlich mal 1 oder 2 verschenken. Bis zu 5-mal dürfen Sie gerne zugreifen, auch an dieser Stelle. Das sind so diese Kleinigkeiten, die man ganz gerne mal hier unter einer Hand hat, um einem anderen Menschen auch gerne mal
eine Freude zu bereiten. So. Ich habe irgendwo gelesen, Netzteile gehören mittlerweile zu den meist verlorenen oder vergessenen Artikeln. Dankeschön. Ja. Und dementsprechend kann man da nie genug davon haben. Ich sehe etwas leuchten. Ja. Jetzt geht uns ein Licht auf, sogar ein buntes Licht. Guck mal, das ist für dich. Oh, aber schön. Weißt du, was und das ist? Und Fernbedienung ist hier dabei. So eine Hintergrundbeleuchtung? Das ist ein TV-Hintergrundbeleuchtung. Wow. Und zwar für Fernseher bis zu 70 Zoll. 46 bis 70 Zoll. Die sind unglaublich einfach anzubringen über USB. Das haben moderne Fernseher heutzutage angeschlossen und dann selbstklebend. Und wer das mal gemacht hat, Fernseher geschaut mit Hintergrundbeleuchtung, weiß, das ist ein ganz anderes Fernseherlebnis. Der Fernseher wird größer. Ja. Man kann es dem Film, den man gerade anschaut, oder der Serie oder der Dokumentation anpassen. Und ich finde das klasse. Und wenn du so eine Option bei einem neuen Fernseher kaufst oder mitbestellst, bist du zwischen 50 und 100 Euro mehr los, als wenn die Option nicht drin ist. Und jetzt haben wir es für 5 Euro, den Nachrüster. Ich finde es perfekt. Das sieht gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit sieht das einfach ganz toll aus. Und du hast recht. Also es macht den Anschein, wenn man diese Hintergrundbeleuchtung dann anhat, dass dann hier das Fernsehbild etwas größer wird. Und schaut euch das mal an, hier sehen wir das mal sehr schön. Jetzt mal im blauen Bereich, wir werden auch gleich noch andere Farben kennenlernen. Ich finde, das Bild, das wirkt direkt wie ein riesengroßes Kinobild. Das hättest du nochmal so einen 50 Zöller, einen 70 Zöller gemacht zum Beispiel. Sehr, sehr schön gemacht, sehr cool. Und egal, ob 46 Zoll bis 70 Zoll, also 117 bis 177 Zentimeter Bildschirmdiagonale, kann man das anbringen. Und der Theodor ist begeistert aus Kiel. Er schreibt, ich bin sehr zufrieden. Die LEDs lassen sich leicht anbringen an der Rückfront des TVs, des TVs, des Fernsehers, sind selbstklebend. Die mitgelieferte Fernbedienung reagiert sehr gut. Und das ist ja auch noch was, mit der Fernbedienung können Sie dann eben ein-ausschalten oder dann natürlich auch die Farbe wechseln. Cool, Lila. Und du musst das mal sehen, jetzt sehen wir ja direkt drauf, wenn das gegen die Wand leuchtet und von der Wand reflektiert, das ist ein riesen Lichtschein. Ja? Ja. Okay. Schöne Modelle. Könnte ich mir nicht nur als Hintergrundbeleuchtung für den Fernseher gut vorstellen. Die macht sich mit Sicherheit auch mal im Schrank, so als indirekte Beleuchtung zum Beispiel von dem einen oder anderen Dekoteil. Schon mal sehr gut, ja. Ja, ich denke, vielfältig ansetzbar. Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer für unsere TV-Hintergrundbeleuchtung. Das ist die NX6742 und die 569. Und hier für 5 Euro TV-Hintergrundbeleuchtung nachrüsten. Ich sage es nochmal, wenn du das optional bei einem Neugerät kaufst, bist du 50 bis 100 Euro extra los. Ja? Mit Hintergrundbeleuchtung, ohne Hintergrundbeleuchtung. Aber jetzt können Sie es nachrüsten für gerade mal 5 Euro. Und bei 5 Euro kann man auch wirklich sagen, probieren Sie es mal aus. Sie werden es lieben, aber selbst wenn nicht, man macht ja nichts kaputt. Das ist es ja gerade, ganz genau. Ja, ich finde es auch super, dass es selbstklebend ist, ganz einfach per USB-Strom versorgt wird. Ja. Die meisten Fernseher haben 2, 3 USB-Anschlüsse dran, also ganz einfach andocken, ankleben, fertig, siehst du nichts von, sondern nur das eigentliche Ergebnis. Sehr, sehr schön gemacht und für 5 Euro eine sehr interessante Geschichte, die man vielleicht mal ausprobieren möchte zu Hause, die Sie mal zu Hause ausprobieren wollen. Dankeschön. Dankeschön. Und nochmal der Hinweis, wenn Ihnen was gefällt, gehen Sie gleich ans Telefon, bevor Ihnen die anderen die Schnäppchen wegschnappen. Schlauch. Das ist aus unserem aktuellen Programm. Das habe ich erst letzte Woche in einer Heimwerken-Show gemacht. Weißt du, was das ist, Diana? Keine Ahnung. Etwas für Schlauch, ja? Es ist eine Wasserpumpe, die ich mit der Bohrmaschine oder mit dem Akkuschrauber betreibe. Und zwar kannst du damit jetzt einen Teich auspumpen oder, ich sage jetzt mal, wenn wirklich Extremfall Wasser im Keller steht, kannst du die Bohrmaschine hier anschließen, machst die Bohrmaschine an, links und rechts natürlich einen Schlauch, entweder mit dem Schnellverschluss oder mit Rohrschelle. Und jetzt hast du eine Saughöhe von 2,70 Meter, also Saug ins Wasser, die Pumpe bis zu 2,70 Meter hoch und dann eine Förderhöhe von bis zu 14 Metern. Also gerade hier auch im Keller, mein Keller leerpumpen geht mit dieser Wasserpumpe. Also hier andocken und dann rechts oder links lauf. Genau, das saugt das Wasser an und gibt es über einen Schlauch dann ab. Richtig, genau. Und cool. Also hier ansaug, das ist ganz wichtig, ansaugen 2,70 Meter. So weit reicht der, so großer Druck. Und weg, hochgepumpt 14 Meter. Und also ich kenne das von Aquarien zum Beispiel, die musst du mal leer pumpen. Ja. Vielleicht auch mal den Gartenteich, der jetzt trocken gelegt wird. Wie kriege ich das Wasser raus? Ja, hier, viele haben vielleicht auch einen Whirlpool im Garten stehen. Wie kriege ich das Wasser raus? Meine Eltern haben einen Pool draußen. Also ich glaube, das ist echt. Weißt du, und einfach hier irgendwie aufmachen Ohr. Und den Garten ich dachte normalerweise, das muss eine große Maschine sein für ist es normalerweise auch. Also normalerweise sind diese Pumpen, um so ein Becken leer zu pumpen, dann doch etwas
größer und definitiv kostspieliger als die 5 Euro. Und insofern nehmen wir ganz einfach angesetzt, ist ja mal ein Akkuschrauber, eine Bohrmaschine, kriegt man mal schnell her. Die meisten werden sowieso eine haben und dann ganz einfach ansetzen, zack, bis das Ganze leer ist. Und ich denke, dass das mal eine sehr, sehr schonende und vor allen Dingen schnelle und zuverlässige Alternative zu den klassischen Pumpen ist. Ne? Und ich sage jetzt mal einen Satz, der uns, glaube ich, der vielen bewusst geworden ist dieses Jahr. Hochwasser kann jede Minute kommen. Da bist du nicht gefeilt. Und dann steht halt mal hoffentlich der Keller nur 10 cm unter Wasser. Aber das Wasser muss auch wieder raus. Und damit geht es ohne große Anstrengung. Die Bestellnummer, Wahnsinn. Die NX7081 und die 569. Ich meine, regulär kostet um die 12 Euro, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. Aber jetzt interessiert mich 5 Euro. Denken Sie auch an den Nachbarn. Sowas kann der Nachbar auch immer brauchen. Bis zu 5-mal dürfen Sie auch diesen Pumpaufsatz für die Bohrmaschine oder für den Akkuschrauber bestellen. Das macht tatsächlich Sinn, da zur rechten Zeit mal drüber nachzudenken. Wenn das Kind einmal, schöne Metapher, in den Brunnen gefallen ist, stehen Sie natürlich da und müssen überlegen, wie geht es jetzt am schnellsten. Dann haben Sie jetzt hier ganz einfach mal etwas zur Verfügung. So, ein bisschen was haben wir noch für Sie in der 5-Euro-Überraschungsshow. Dankeschön. Wenn Ihnen etwas gefällt, greifen Sie gerne zu unter der 0800 51 51 und dreimal die 4 bestellen Sie natürlich bei uns gebührenfrei. Und Ralf freut sich, ich habe das Gefühl, das ist was zum Spielen, oder? Ja, natürlich. Auch? Diana, komm, ab. Du kannst es auch. Oh es mein ist Gott. Unser Controller. Spielzeug. Anschlusskabel ist jetzt hier nicht dabei, aber ich weiß, es ist im Lieferumfang enthalten. Und das ist für mich ein Highlight. Das nimmst du mit, wohin du willst. Und dann machst du es an, steckst es an jeden beliebigen Monitor oder Fernseher an über so ein AV-Kabel, da sehen wir es. Und jetzt kannst du betteln. Ich meine, 200 Spiele, so im Stil der 80er, 90er sind drauf. Ja, ganz genau. In dieser 8-Bit-Technologie. Und schau mal, so toll kann das sein. Ja, und dann kannst du dich eben mal stundenlang beschäftigen oder auch mal den Kindern und den Enkeln zeigen, wie wir Alten früher gebettelt haben. Ja. Und guck mal, da sind also Ballerspiele, Geschicklichkeitsspiele sind drauf. Ich habe diese Konsole letztes Jahr 5-mal gekauft, weil ich habe eine selber behalten, logischerweise, und habe dann an 4 Junge, die ich kenne, unter anderem mein Sohn und mein Schwiegersohn, die diese unglaublich teuren Spielekonsolen normalerweise spielen, an die habe ich es verschenkt. Ja. Die waren total begeistert, weil das ist absolut Retro und das hat mich am meisten gewundert. Das hat die auch begeistert. Und was hier der Fall war bei den Spielekonsolen, habe ich keine Chance. Die ziehen mich in jedem Spiel ab. Ich sehe kein Land. Hier habe ich denen gezeigt, wo der Hase lang läuft. Ja. Also es macht unglaublich Spaß, aber jetzt für 5 Euro der Hammer. Ja, das ist natürlich jetzt genau das Richtige. Gerade jetzt in die dunkle Jahreszeit hinein und so weiter. Da werden sicherlich mal Tage dabei sein, wo es draußen stürmt und schneit, man gar nicht wirklich vor die Tür möchte. Da muss man die Zeit irgendwie rumkriegen. Und ich glaube, die mal ganz einfach mal vor dem Fernseher zu verbringen, mal mit dem einen oder anderen kleinen Spiel, was man vielleicht von früher noch kennt oder vielleicht entdeckt man auch mal was Neues dabei, ist doch bestimmt keine schlechte Idee. Also es ist eine kleine Konsole, wirklich so groß, oh Gott, wie soll man das sagen, so ein bisschen größer als eine Streichholzschachtel, mit einem Joystick mit dabei, mit einem Feuerknopf, einem Sprungknopf oder was, also denkbar leicht zu bedienen. Und der Alfred aus Waldburg schreibt uns, kleine Spielekonsole der Superlative, da sind die ganzen Spiele von meiner Jugend, 80er Jahre drauf, da werden Jugendträume wach, die Konsole ist sehr einfach zu installieren. Und der Leopold aus Strohn schreibt uns, super, als Baujahr 65 fühle ich mich in die frühen 80er zurückversetzt. Retro live. Alles mein Jahrgang. Was wir hier jetzt nicht sehen und auch nicht hören ist, also so Original-Soundtracks von damals, die man alle noch kennt, die sind auch mit dabei. Also man spielt nicht hier ohne Ton, sondern eben diese ganzen Effekte aus den 80er Jahren noch mit dabei. Holen Sie sich's. Gerade wenn Sie in unserem Alter sind, werden Sie viel Freude dran haben. Und spielen Sie es mit Ihren Kindern oder mit Ihren Enkeln. Die haben, und das garantiere ich Ihnen, auch viel Freude dran. Ja, definitiv. Schieß, Arcade, Puzzle, sportbasierte Spiele, inspiriert von Klassikern der Videospielgeschichte. Auch da fühle ich mich ein Stück weit in meine Kindheit zurückversetzt. Sehr, sehr schöne Geschenkidee, sicherlich auch mal für diejenigen, die vermeintlich schon alles haben oder die ganz einfach mal so ein bisschen in Retro-Feeling schwelgen möchten. Lass definitiv mal. Für die Teenies oder für die junggebliebenen Teenies, wie auch immer. Also ich glaube, für 5 Euro hat man da eine ganz, ganz schöne Geschenkidee mal zur Hand und sicherlich auch selber richtig Spaß dran. Die NX6175 und die 569, die NX6175 und die 569, liebe Zuschauer. Und das war sie auch schon, unsere 5 Euro Überraschungsshow an dieser Stelle. Ich hoffe, es war was Interessantes für Sie mit dabei. Bleiben Sie einfach bei uns, es geht direkt im Anschluss weiter. Bis später, tschüss.